Ein herzerfrischendes Moin Moin, liebe Freunde. Ich bin in Fürstenwalde noch, denn meine Reise wird sich um 4.22 Uhr, ja, seht ihr jetzt wahrscheinlich hier nicht, mit dem RE1 nach Richtung Magdeburg aufmachen bis zum Hauptbahnhof und dort springen Devin und ich in den ICE, denn wir schauen uns heute das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen an. Ich hoffe, ihr habt Bock, mich auf der Reise zu begleiten und wünsche euch viel Spaß beim Video. So, da kommt schon mal das Objekt der Begier, unser ICE in Richtung Dortmund. Freunde, da sind wir mit 1,5 Stunden Verspätung, aber noch rechtzeitig. Man hat uns eine schwere Böde auferlegt und es gibt eine Signalstörung am Bahnhof Dortmund, eine Stellwerkstörung. Ich hoffe, dass wir mit dem ICE nachher auch noch wieder vernünftig nach Hause kommen. Aber wir sind hier, Westfalenstadion, Borussia Dortmund gegen Werder Bremen, dritter Spieltag. Der BVB noch punktverlustfrei, Werder als Aufsteiger. Zwei Zähler schon geholt. Zwei Remis gegen Wolfsburg auswärts, wo man den Sieg ein bisschen verschenkt hat, in meinen Augen. Dann den Last-Minute-Punkt geholt durch Berg, seinen Treffer gegen den VfB Stuttgart. Der BVB gut reingekommen mit einem 1-0 gegen Leverkusen hier. Und dann letzte Woche gegen Freiburg der Auswärtssieg 3-1. Ich bin gespannt. Ich hoffe auf viele Tore. Mit Dortmunder Beteiligung ist das eigentlich fast erwartbar. Und dann mal schauen wir mal, wer am Ende hier als Sieger vom Platz geht. So, wir stehen jetzt vor der Fanwelt. Da gehen wir mal rein. Mal gucken, was das alles so Schönes gibt, um dem BVB-Fan das Herz zu erwärmen. Hier ist das neue Heimtrikot vom BVB. Devin, moin erstmal. Und wie fällt es dir bis jetzt schon mal? Ja. Wen würdest du dir rufmachen lassen hier? Nico Schlotterbeck. Ja? Ja. Naja, dann müssen wir mal kicken. Hast ja Geburtstag bald, vielleicht kriegst du ja das Trikot. Ja, hoffentlich. Hier wird erstmal ganz stramm FIFA gezockt. Wunderbar. Also nicht nur Merchandise im BVB, in der BVB Fanworld zugegen, sondern auch ein bisschen Beschäftigung. Und Devin ist natürlich gleich dabei. Muss sich die ganze Sache mal als Pro-Zocker, der gerne mal an der Konsole hängt, ein bisschen näher angucken. Gin 09, die kann man sich erstmal schön innen hinter eine Binde prügeln. Wenn Dortmund mal wieder Scheiße spielt, eine Pulle geholt, eingeflochten und dann sieht es ja nicht so schlecht aus. Hier im Soccer-Court trainieren die kleinen Dortmunder, die kleinen BVBer von morgen. Egal ob es nur Freizeit ist, die Intensität ist hoch. Keiner will verlieren. So muss es sein. Wir sind drin im schwarz-gelben Tempel. Westfalenstadion auf der Nordtribüne. Die Süd nur zur Hälfte zu sehen nachher aufgrund des Daches. Hat natürlich auch noch fast leer seine Faszination. Die Heimspielstätte vom BVB, wo man 2002 Meister wurde unter Jürgen Klopp. 2011 und 2012 natürlich das Meisterschaftsdoppel einfuhr. Hier wurden schon einige Schlachten geschlagen. Hier Getränkeutensil im BVB-Becher. Cola für 4,70 €, 2 Euro Pfand. Dafür haben wir noch Erling Haaland und Jude Bellingham drauf. Die Bratwurst hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. 3,30 €. Hab schon bessere gegessen. Catering natürlich für die Bundesliga. Wir sehen ordentlich fett. Aber wer ein Stadion will, der muss ein bisschen was hinlegen. Ja.
dazu sagt. Aber egal, für welche Vereine oder Herzschick, Dortmund ist schon besonders. Das kann man schon an den 5 Minuten, die wir gerade mit erleben, ganz, ganz deutlich merken. Eine Gästemannschaft von der Weser, die mehr will. Und ein
Freunde. Werder Bremen gewinnt, last minute. 3:2 im Westfalenstadion gegen Borussia Dortmund. Ja, und Icke kann froh sein, zusammen mit Devin den Weg im Auto nach Hause zu verbringen, da Lisa uns mitnimmt, aufgrund der ganz furchtbaren Situation am Dortmunder Hauptbahnhof sind die beiden Mädels und Finn unsere Rettung. Und von daher hoffe ich, dass wir heile ankommen, wovon ich auch aussehe. Und ich sage tschüss, bleibt mir gewogen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, gebt mir ein Abo. Bis dahin. Euer Pepster. Devin, wie hat es dir gefallen trotzdem? Sehr gut. Aber selber schuld, wenn man die Chance nicht reinmacht. Gut, das war das Wort zum Samstagabend. Ciao, euer Pepster.